Heute sind wir bei Robert Wacker in der ganz Feinbandmanufaktur. Welche Produkte bietet ihr hier an? Wir haben sind gestartet mit unserem klassischen Gin, also in der Holderspirituose. Hier ist Klee drin, hier ist das Haferstroh drin, hier sind Hagebutten drin und alles sozusagen so Sachen, die man eben hier aus der Region findet. Snow Gin, das ist eine Likörvariante, wir machen aus unserem Gin aber auch ein Eierlikör. Und natürlich, klar, in der norddeutschen Brennerei, da gehört ein Korn dazu, da arbeiten wir momentan dran, dass eben auch das verwirklicht werden kann. Und natürlich soll es auch regionale Obstbrände und generell Sachen aus eben noch viel mehr mit regionalen Touch geben. Ja, und jetzt sag mal, wo bekommt man denn deine Produkte zu kaufen? Man kann gerne zu uns hier vor Ort in die Brennerei kommen, haben ja sozusagen einen kleinen Hofladen hier mit dabei, können die Produkte hier verkaufen. Man kann aber auch in allen Regionalmärkten in der Region, in Feinkostläden hier vor Ort, aber auch bei Edeka uns Produkte beziehen und sich die Sachen schmecken lassen. Was bedeutet denn Regionalität für dich? Für uns bedeutet Regionalität vor allem, dass wir die Sachen hier vor Ort erzeugen, dass wir nicht einfach nur ein Label mit dem Namen Pigments oder mit der Region hier haben, sondern dass wir tatsächlich hier auf dem Hof erzeugen, dass die Leute zu uns kommen können, dass es handwerklich gut gemacht ist, man uns dabei über die Schultern schauen kann, man kann die Leute erleben, man kann den Herstellungsprozess mit anschauen, man kann sozusagen sehen, wie es von der Produktion in die Flasche geht. Dann vielen Dank, dass du heute die Zeit hattest und das vorgestellt hast und alles andere weiter im Einkaufswegweiser. Ja. Tschüss! Ciao! Dankeschön!